Ja, hallo liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, Sie hier heute begrüßen zu können. Mein Name ist Verena Behle und ich habe mir den Matthias heute eingeladen, um mit ihm über das Thema ADS, ADHS und Autismus zu sprechen. Vor allen Dingen, welche Behandlungsmöglichkeiten oder Therapiemöglichkeiten es aus heutiger ganzheitlicher Sicht gibt. Und ich freue mich sehr, Matthias, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Gerne. Hallo. Ja, ich freue mich, dass wir darüber sprechen. Ein unglaublich wichtiges Thema. Ich denke, das hat es verdient, dass ganz viele Menschen, die betroffen sind, davon erfahren. Ganz genau. Und vielleicht eine kurze Erläuterung, warum ich jetzt dieses Thema ausgewählt habe. Ich befasse mich jetzt seit 2 Jahren sehr intensiv mit den Themen Entgiftung, Gehirn- und Darmgesundheit. Und immer wieder kam ich in Berührung mit dem Thema eben Lernschwierigkeiten, Autismus. Habe auch im Bekanntenkreis natürlich einige betroffene Familien. Das reicht von Asperger bis Autismus. Und habe dann einfach mir sehr viel angelesen zu dem Thema, recherchiert, habe einige sehr tolle Vorträge gehört, habe auch dein Video entdeckt, was du vor 3 Jahren ja schon zu dem Thema gemacht hast, Matthias. Und ja, da kam bei mir vor allen Dingen folgende Frage auf. Wenn Autismus oder auch ADS, ADHS tatsächlich nur genetisch bedingt wäre, wie man das immer noch sehr häufig hört, wie kann es dann sein, dass man tolle Behandlungserfolge hört, dass es Therapeuten gibt, die sagen, wir konnten diesen Kindern enorm helfen? Und diese Frage, die wollte ich jetzt vor allen Dingen heute eben mit dir besprechen. Ich habe dann in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch mit einigen betroffenen Familien gesprochen, habe also einige Fragen gesammelt und hoffe, dass wir die heute klären können. Und weil du ja schon mal ein Video zu dem Thema gemacht hast, glaube ich, braucht man auch nicht alles aufgreifen, was du schon in dem anderen Video behandelt hast, sondern konzentrieren uns dann heute vielleicht vermehrt auf diese möglichen Behandlungsansätze. Aber ich würde mich freuen, wenn du erst noch ein bisschen was zu dir sagst. Du bist in der Praxis Family tätig, du bist Klinghardtherapeut, Heilpraktiker, aber erzähl uns doch nochmal aus deiner Sicht ein bisschen mehr dazu. Ja, gerne. Ich persönlich bin Heilpraktiker, hast du gesagt, Klingertherapeut, stimmt, aber habe auch ein weites Spektrum. Das heißt, ich habe und ja, ich habe die Methode von Dr. Klinghardt lernen dürfen. Bin dort auch recht weit. Also ich bin Masterschüler von Klinghardt. Das heißt, ich kenne das, was er sagt, ich weiß, was er sagt, ich kann es umsetzen. Und diese Methode von Dr. Klinghardt erlaubt es, und das ist das Besondere daran, dass man andere gute Methoden, die es auch noch weltweit gibt, mit integrieren kann. Das heißt, es ist immer möglich zu testen, individuell für eine Person, braucht es jetzt diese oder jene Methode oder diese oder jene Behandlung. Und das macht diese Methode von Dr. Klinghardt so großartig. Er propagiert das selber, er sagt, Leute, schaut euch um, guckt, macht Gespräche, lernt, geht zu Seminaren, forscht, macht, baut, lebt, haltet die Methode lebendig. Und das ist das Großartige daran. Und das machen wir jetzt seit über 12 Jahren mittlerweile in der Praxis. Wir hatten zuerst eine klassische Präsenzpraxis in Deutschland, in Bamberg. Mittlerweile sind wir die erste deutschsprachige komplette Fernheilpraxis. Wir machen also gar keine Präsenztermine mehr, sondern alles nur noch auf die Ferne. Hat sich einfach ergeben, spannenderweise durch vor allen Dingen den Patientenkreis Autisten, weil die Mamas mit ihren Kindern oder die Eltern mit den Kindern oft verzweifelt waren, weil lange Anfahrten nötig waren. Man konnte mit diesen Kindern oft nicht ordentlich reisen. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen andere Wege finden. Die haben wir gefunden. Das ist ganz spannend. Funktioniert sehr gut. Und das ist unser Schwerpunkt. Das heißt, wir schauen auf die Regulation der Menschen, die Regulationsfähigkeit und gucken, was stört die Eigenregulation. Warum wird das gestört? Die Prämisse dahinter ist, dass jeder Körper sich grundsätzlich total selber, also komplett selber heilen und helfen kann. Es ist nur immer irgendwas von außen, das ihn daran stört. Und das versuchen wir rauszufinden, zusammen mit meiner Frau Daniela. Wir haben 4 Kinder. Wir kennen das Thema. Und bei unseren 4 Kindern ist es so, dass 2 von den 4 sind auch ein bisschen auffällig und auffällig gewesen. Und es liegt daran, es sind Pflegekinder. Wir haben die, oder jetzt Adoptivkinder, wir haben sie von außen zu uns genommen. Und die Bedingungen, in denen sie, die sie erlebt haben in der Schwangerschaft, in der Zeit nach der Geburt, waren häufig schwierig.
Und das sind oft so die Grundsteine für dann die Entwicklung von ADS, ADHS, Autismus etc. Und wir kennen das auch ein bisschen aus dem eigenen Alltag und Leben. Mhm. Und natürlich können wir da nochmal ganz anders dann mitfühlen, wenn Betroffene zu uns kommen. Ja, ja, klar, sicher. Das macht es natürlich, macht einen riesen Unterschied. Vielleicht noch vorab eine wichtige Definitionsfrage. Heute spricht man ja doch vermehrt von dem autistischen Formenkreis. Und woran liegt das, dass man ADS, ADHS, Autismus sozusagen zusammenfasst in diesem autistischen Formenkreis? Und was sind so die Hauptsymptome? Ich meine, es ist eine große Bandbreite, das ist klar, ja. Aber irgendwo gibt es ja da vermutlich Zusammenhänge, dass man das jetzt zusammenfasst. Mhm. Also grundsätzlich ist das Dilemma ist für unsere Schulmediziner, bedingt vielleicht auch durch das ganze Krankenkassensystem, sie müssen eine Diagnose finden, sie müssen dem ganzen Ding also einen Titel geben. Und gerade bei Diagnosen wie ADS, ADHS, Autismus und dann die verschiedenen Schweregrade ist es einfach super schwierig, denn tatsächlich die Ursachen scheinen die gleichen zu sein. Und man versucht dann durch verschiedene Punktelisten mit Ankreuzverfahren und Abfrageverfahren und Testmethoden irgendwie zu sagen, ah ja, das ist noch ADHS oder oh, das geht schon in eine andere Richtung. Das ist vielleicht dann schon nicht mehr ADS, sondern vielleicht dann schon Autismus. Und also es ist immer ein sehr schwammiger Bereich teilweise. Das Problem ist insgesamt, und die Hauptschnittstelle für diesen Formenkreis ist das Gehirn und die Belastung vom Gehirn. Und all die ganzen Zusatzdinge, die im Körper passieren mit verschiedenen anderen Ursachen, Faktoren, was eigentlich auch genetische Bedingungen oder Grundbedingungen betreffen, letztendlich immer das Gehirn. Also das Gehirn funktioniert nicht optimal, ist eingeschränkt in seiner Fähigkeit zu funktionieren durch bestimmte Dinge von außen oder von innen, je nachdem. Und das kann sich dann auswirken in die Art und Weise, wie sich das Kind oder der Mensch verhält. Also es kann sein, dass es nur leichte Lernschwierigkeiten sind und Konzentrationsprobleme, dass ein Kind nicht an der Sache bleiben kann, wie man sich das gerade wünscht. Mhm. Ist auch super schwierig zu sagen, ah ja, das ist jetzt schon pathogen oder das ist eigentlich normal. Also es ist normal, dass ein Junge nicht eine Stunde lang vor einem 1x1 Rechenbuch sitzen will und da keine Lust zu hat. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sieht, ja, aber das ist doch schon auffälliger im Vergleich zu anderen Kindern. Mhm. Und das ist eben auch ein sehr schwammiger Bereich. Da muss man immer wieder auch prüfen, hat das Kind wirklich ein Problem oder ist es einfach nur temperamentvoll? Ja. Aber es gibt auch viel schwerwiegendere Themen, wo das Kind halt durch eine Hyperaktivität sehr auffällig wird, sehr impulsiv ist, nicht mehr wirklich sozial wahrnehmen kann, wo bin ich hier, passe ich hier rein oder nicht, passt mein Verhalten? Also da fehlen dann diese Fähigkeiten der sozialen Empathie so ein bisschen. Und das Kind steuert nur aus dem Impuls heraus, gefeuert. Und man sieht, da fehlt quasi dem Frontalhirn eine Fähigkeit, weil das ist das, was letztendlich die Steuerungen so ein bisschen macht und entwickelt und übernimmt. Mhm. Das sieht man dann bei Kindern, wenn sie älter sind und aus dem Kleinkindalter rauskommen. Im Kleinkindalter gesteht man das dem Kind noch zu, aber so ab 6, 7, 8 Jahren erwartet man von einem Menschen, der sich entwickelt, schon, dass er mitkriegt, oh, hier ist gerade irgendwie eine ruhige Situation, jetzt kann ich hier nicht rumbrüllen. Und das ist dann aber für die Kinder oft nicht steuerbar. Die empfinden das nicht so. Und der Autismus, da geht es dann in eine noch schwierigere Richtung rein, weil da dreht sich das Kind in seinem Falten sehr oft nach innen. Ja, okay. Die Außenwelt gar nicht mehr stark wahr. Mhm. Es ist eine Art Wahrnehmungsverzerrung. Also das Kind nimmt Dinge anders wahr oder nimmt sie eben gar nicht richtig wahr. Und da ist das Gehirn im Grunde genommen schon so beeinflusst oder blockiert, dass viele Dinge einfach nur noch in einer geringen Geschwindigkeit verarbeitet werden können und oft eine starke Überlastung, eine Reizüberflutung und Überlastung da ist bei Reizen, wo wir normalerweise sagen würden, das ist eigentlich jetzt was man gut aushalten kann, was ein Kind dann aber absolut an die Grenzen bringt. Beispiel jetzt, wenn im Raum ein Radio läuft. Ja. Das ist für viele Menschen auch ein Reizthema, aber die meisten können das gut wegstecken. So ein autistisches Kind kann es überhaupt nicht aushalten oft. Das muss ausgeschaltet werden, das muss dann ruhig sein. Viele autistische Kinder zeigen dann Anzeichen, dass sie ihre eigenen Raum brauchen und der muss in einer bestimmten Weise eingeräumt sein, darf nicht verändert werden. Also all diese Dinge, die irgendwie die Wahrnehmung beeinflussen und reizen, sind dann häufig zu viel. Mhm. Und das ist so dieses Lineal vom autistischen Formenkreis, von der Lernstörung bis hin zu
wirklich dem Vollautisten, der nicht mehr wirklich gut in der Umwelt sein kann. Okay, verstehe. Und du hast jetzt schon gesagt, Wahrnehmungsstörung oder eben Reizüberflutung. Man hört auch immer wieder aggressives Verhalten und Schlafschwierigkeiten. Gehört das sowohl zum ADHS als auch zum Autismus dazu oder mehr zu einem? Und welches sind noch so, sage ich mal, Hauptkennzeichen, die man so wahrnimmt als Eltern, gerade auch bevor die Diagnose gestellt wird? Wir wissen ja, dass gerade heutzutage es auch oft wirklich monatelang dauert, bis Termine für diese Therapien oder für diese Diagnosen alleine eben wahrgenommen werden können und Eltern sich natürlich dann schon die Frage stellen, sind das jetzt schon alles Anzeichen, die darauf hindeuten? Also die Anzeichen für ADS, ADHS sind ja ADS, ADHS, bei dem H, das H bedeutet Hyperaktivität. Das heißt, in beiden Fällen geht es darum, dass die Aufmerksamkeit nicht lange gehalten werden kann auf einem Punkt, auf einem Thema. Man sagt heute, okay, ja, das sind besonders wache Kinder, die, die sehr viel wahrnehmen, auch am Rande wahrnehmen. Und es ist in der Tat so, dass ein ADHS oder ADS-Kind unglaublich viel wahrnimmt. Also man darf das gar nicht unterschätzen. Die Kinder nehmen schon sehr viel wahr, aber haben dann eben das Ganze gekoppelt oft mit der Unfähigkeit, sich auf eine Sache zu fokussieren. Ja. Und bei dem hyperaktiven Kind kommt dann diese Impulssteuerung oder die fehlende Impulssteuerung dazu. Das heißt, das Kind kann sich nicht kontrollieren in seinen Aussagen, in seinen Gefühlen, Emotionen, in seinem Bewegungsdrang und hat es nicht in der Lage, das irgendwie einzuschränken. Das heißt, diese Kinder werden dann sehr... ja, sehr aktiv springen über, also über alles drüber. Und ich weiß es, in der Praxis war es so, wenn ich wusste, okay, ein Kind mit ADHS kommt zum Termin, dann war klar, danach bitte keine schweren Folgetermine mehr. Das war okay. Einfach anstrengende Termine, weil die Kinder, die Eltern, alles braucht ein besonderes Setting, denn es ist so, die Kinder gehen wirklich über Stuhl und Tisch. Und das ist... Aggression, ja, die Aggressivität. Bei ADS, ADHS-Kindern ist die Aggressivität häufig noch etwas zuzuordnen. Also wenn ein normales Kind auch wütend wird, weil es etwas nicht bekommt, wird halt ein ADHS-Kind unkontrolliert aggressiv. Aber man kann es immer noch einem Thema zuordnen. Oder Frustrationsgrenzen. Also wenn etwas nicht funktioniert, dann ist ein ADS-Kind, ADHS-Kind super schnell aggressiv, weil es mit der Frustration nicht klarkommt. Wenn es jetzt die Schleife lernen soll, es klappt beim ersten Mal, beim zweiten Mal nicht, dann schreit es gleich rum, schmeißt den Schuh durch die Gegend und hat überhaupt keine Geduld, in Anführungszeichen, sich jetzt länger damit zu beschäftigen. Bei den autistischen Kindern ist häufig so, dass man nicht weiß, woher kommt jetzt die Aggression, wenn sie kommt. Also sie werden häufig aggressiv, aus bestimmten auch Gründen natürlich, aber sie sind für uns als Außenstehende häufig schwer zu verstehen. Was war jetzt der Grund? Natürlich, die Mamas und Papas, die kennen ihre Kinder dann schon, die wissen schon, was da der Grund war. Aber für jemanden, der die Kinder nicht so gut kennt, ist das dann häufig schwer nachzuvollziehen. Also die Unterschiede. Aber es ist letztendlich, dieser Autismus ist vor allen Dingen eine Zuspitzung von diesen schon ersten Anzeichen im ADS, ADHS. Ja. Aber wichtig, glaube ich, an der Stelle, Entschuldigung, wichtig an der Stelle, weil das vielleicht so klingen mag, es ist nicht so, dass ein Kind, das jetzt ADHS hat, irgendwann autistisch wird. Also das ist nicht so ein fortlaufender Progress, wo man sagt, ah, jetzt halt das ADHS-Zeichen und bald ist es autistisch. Nein, das ist nicht der Fall. Also es ist entweder oder, es ist selten, dass das ineinander überwechselt. Ja. Du sprachst vorhin ja die Aggression oder Aggressivität an. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Mutter, der Sohn ist 14 und die sagte, der wird immer sehr schnell aggressiv. Es liegt sehr häufig daran, dass er Bauchschmerzen hat. Und da dachte ich, das ist jetzt sehr spannend, weil ich schon ja auch durch meine Recherche mitgekriegt habe, Darmgesundheit spielt eine Rolle. Und es wäre ja dann, sage ich mal, sehr gut nachvollziehbar, wenn jemand, der sehr oft mit starken Bauchschmerzen zu tun hat, dann auch in irgendeiner Form das zum Ausdruck bringt. Es müsste jetzt nicht unbedingt die Aggressivität sein, aber Thema Darmgesundheit scheint ja also auch durchaus eine wichtige Rolle zu sein, oder? Ja. Also das ist ja, wenn wir über die Faktoren, was macht das aus, was macht den autistischen Formenkreis aus? Es gibt eigentlich drei ganz große Faktoren, vielleicht vier, die wirklich die Hauptfaktoren sind für die Entwicklung oder diese Störungen im Gehirn oder fürs Gehirn und die eben dann auch ermöglichen, dass man den Kindern helfen kann.
Ganz wichtig ist für jeden, der jetzt hier die Augenbrauen hochzieht und sagt, so ein Quatsch, man kann autistisch und das ist keine Krankheit und das gilt ja gar nicht und man darf die Kinder nicht in eine Ecke drängen und ich höre das oft, diese Gespräche und kriege das oft mit. Das ist okay. Das ist so diese eine Meinung, eine Richtung, eine Denkrichtung und diese Art Denkrichtung hilft, die Kinder erstmal anzunehmen und zu akzeptieren. Mhm. Ist ja auch wichtig. Ich muss mein Kind lieben und akzeptieren und annehmen, so wie es ist. Und gleichzeitig ist es aber auch wunderbar und schön, wenn Eltern alles tun, um diesen Kindern, um sie zu unterstützen. Ein bisschen ähnlich, wenn ein Kind, einen Geburtsfehler hat, in Anführungszeichen, also eine Geburtsveränderung genetisch und kann nicht richtig mit dem linken Bein laufen. Mhm. Dann mache ich als Eltern ja auch, dass ich alles versuche, damit es sich fortbewegen kann. Also gibt es eine besondere Prothese oder eine besondere Schuheinlage oder einen Rollstuhl oder eine Krücke oder irgendwas, wo man sagt, ja, schau her, und damit kannst du dich jetzt auch über den Platz bewegen und kannst auf den Spielplatz. Mhm. Und genauso darf man sehen mit dem Thema autistischer Formenkreis. Mhm. Und eines der Hauptursachen sind definitiv die Gifte, wenn wir jetzt von Ursachen sprechen. Ja. Der Grund, warum Gifte eine Ursache sein können, liegt möglicherweise wirklich in der genetischen Vorbestimmung. Es ist tatsächlich so, dass bei fast allen autistischen Kindern oder Kindern mit ADS, ADHS, gibt es bestimmte Störungen in der Fähigkeit der Entgiftung. Ja, okay. Mhm. Das sorgt dafür, wenn dieses Kind und ein Kind, das die Störung nicht hat, mit den gleichen Giften konfrontiert werden würden. Gifte bedeutet Umweltgifte wie Schwermetalle, Leichtmetalle, Glyphosat oder andere Pestizide aus der Landwirtschaft, Medikamente, die Mutter vielleicht genommen hat in der Schwangerschaft. Das heißt, wenn diese Kinder mit den gleichen Giften konfrontiert werden würden, dann ist das Kind mit diesen Störungen mehr belastet und zeigt irgendwann tatsächlich Symptome im Gehirn oder Autoimmunerkrankungen oder andere Themen, während es das gesunde Kind nicht oder noch nicht macht. Es gibt immer irgendwo eine Grenze, irgendwann kippt jedes System. Aber wenn wir so von diesen normalen Belastungen sprechen, denen wir ausgesetzt sind, dann liegt es daran, dass das einfach Trigger sind, Faktoren sind, die das Gehirn schädigen oder belasten oder blockieren. Und zu dem Thema Darmgesundheit, was ganz Ähnliches erleben wir dann eben mit dem Darm. Der Darm ist die zweite Hauptschnittstelle für das Thema ADHS, ADS, Autismus. Ja. Riesenproblem, das in unserer oder das diese Kinder haben, ist zum einen, dass sie Unverträglichkeiten haben auf bestimmte Lebensmittel, die fast kein Mensch gut verträgt. Ja, es sind vor allen Dingen Lebensmittel, die glutenhaltig sind oder die Caseine, also alles, was mit Tiermilchprodukten zu tun hat, aber auch bestimmte Eiweiße, die in Pflanzen drin sind als Schutzstoffe, also sogenannte Lektine, bestimmte Oxalsäuren, Histamin. Also es sind alles Themen, die eine Rolle spielen und die das den ganzen Darm belasten und eine chronische Entzündung im Darm machen können. Und diese chronische Entzündung schwächt dann das ganze Darmmilieu, das Mikrobiom, die Bakterien und auch die Darmwände. Die Darmwände werden dann zum einen nicht mehr so fähig sein, bestimmte Stoffe herzustellen und zu synthetisieren, die das Gehirn braucht. Und zum anderen kommen Stoffe, die nicht in das Lymphsystem und Blutsystem gehören, kommen dann plötzlich dorthin, weil die Darmwände nicht mehr so fest zusammenhalten durch die Entzündung, sondern sich so leicht öffnen. Leaky Gut ist das Schlagwort. Mhm. Ja, oder auf Deutsch Sickerdarm, ne? Glaube ich. Habe gestern den deutschen Begriff mal endlich gehört, nicht nur den englischen, genau. Das andere Thema ist dann, wenn das passiert mit dem Darm, dann ist so, dass die Bakterien im Darm, die wichtig für uns sind, die alles Mögliche für uns synthetisieren, entweder abbauen oder aufbauen oder umwandeln, dass die geschwächt werden. Und dass die nicht mehr so effektiv sind. Und dann entsteht auf einmal eine Fehlbesiedelung. Das heißt, dann können Pilze oder Parasiten sich ansiedeln im Darm, die dann wiederum ihre Gifte abgeben und dann das ganze System noch mehr belasten und schwächen. Und dann kommen wir in so ein langsam, aber sicher in so einen multifaktoriellen Teufelskreis rein, wo das eine das andere irgendwann mal bedingt hat und plötzlich sind aber 1000 Sachen gleichzeitig im Argen. Und das große Problem vom Mikrobiom ist natürlich, also die Frage darf man wieder stellen, wo kommt das Mikrobiom eines Kindes denn her? Woher kriegt es das? Ja. Und da muss man sagen, okay, es kriegt es von der Mutter. Durch die Geburt, einmal durch den Durchgang, durch den Geburtskanal, findet die erste Beimpfung in Anführungszeichen mit Mikrobiom statt, also mit Bakterien. Das Vaginalmilieu der Bakterien ändert sich auch. Vor der Geburt wird es ein ganz anderes, als es vor der Schwangerschaft war. Und das sind Bakterien, die sich da anpassen und aufgrund bestimmter Hormoncocktails
wandelt sich das und die Kinder werden dann mit einem Bakteriencocktail benetzt. Das zieht in die Haut ein. Man darf ja oder man sollte optimalerweise die Kinder nicht, wenn sie rauskommen, direkt waschen, sondern so lassen, wie sie sind und diesen ganzen Schmodder und Schleim drauf lassen. Das zieht ein. Und das geht dann in das Kind rein und dann sind dann die ersten Pionierarbeiter quasi die Aufbaubakterien für das ganze Mikrobiom vom Darm. Mhm. Und das zweite ist dann das Stillen. Das erste Stillen ist so wichtig, das Kolostrum quasi der Muttermilch, weil da sind die nächsten wichtigen Bakterien drin. Mhm. Das heißt, zwei Dinge, die schon mal ganz schlecht laufen können, theoretisch, oft geht es nicht anders, aber wenn man es planen kann, sollte man es eben nicht so machen, ist der Kaiserschnitt. Mhm. Ja. Die Tatsache danach häufig, dass das Kind der Mutter weggenommen wird. Erstmal gar nicht auf die Mutter kommt. Und gewaschen wird sofort. Und direkt die Nabelschnur durchgeschnitten wird. Und all die ganzen Dinge, also dieser ganze natürliche Prozess. Wer sich da mehr für interessiert, gerade die Mamas, die jetzt zuhören oder die Schwangeren, die zuhören, es gibt so unglaublich viele tolle Hebammen, die auch online diese ganzen Tipps geben und Hilfen anbieten und wirklich so eine ganzheitliche Begleitung der Schwangerschaft bis zur Geburt machen. Da kann ich also dringend zu raten, sich da jemanden zu suchen, der da mehr weiß als vielleicht der klassische Frauenarzt. Das ist, und dieses Mikrobiom, wenn das schon so geschädigt ist und es dann noch dazu kommt, dass jetzt das Kind in den ersten Monaten nicht optimal ernährt wird, also vielleicht nicht richtig gestillt werden kann und dann mit Milch, mit Milchpulver, also mit klassischer Kuhmilch gefüttert wird, dann fängt das an und wird richtig schlimm alles. Und wenn es dann weitergeht bei der ersten festen Nahrung und es gibt dann keine gute, gesunde Nahrung, sondern vielleicht belastete Nahrung oder einfach nur zuckerhaltige Weizengeschichten zum Knabbern und so, dann fängt es an, das Mikrobiom wird immer schwächer und immer schwächer und immer schwächer. Und dann kann es sich nicht mehr wehren. Und das ist dieses Problem mit dem Darm. Und das heißt, dieses Darm, der Darm, und das Gehirn hängen direkt zusammen über einen Nerv, es ist der Vagusnerv. Ja. Der lässt sich, der wird sehr schnell blockiert durch diese ganzen Stoffe, durch die verschiedenen Unverträglichkeiten oder eben Mikroben, die drin sind, die dann ihre Gifte absondern. Ja. Kann es sein, dass der Vagusnerv blockiert wird? Und wenn der blockiert ist, der vordere Vagusnerv, dann ist mein Parasympathikus wie offline, wie ausgeschaltet. Und in dem Moment gehen die anderen Vagusanteile an. Ich habe einen seitlichen und einen hinteren Vagusnerv. Der hintere ist der, der für die Ängste zuständig ist. Das heißt, Kinder, autistische Kinder haben ganz oft Angst und Panik, Panikattacken, weil der hintere Vagus zu überaktiv ist. Der seitliche Vagusnerv ist so dieser Kampfreflex-Vagusnerv, das ist die Aggression. Das heißt, die unkontrollierte Aggression ist dann häufig, weil der seitliche Vagusnerv zu aktiv ist. Okay. Und das A und O darf es dann sein, den vorderen Vagusnerv in den Blick zu haben. Wie kann ich den wieder entgiften, reaktivieren? Was muss ich tun, damit der funktioniert und die Achse von Gehirn, von Darm zu Gehirn wieder frei wird? Genau. Das hat jetzt doch so einige, sag ich mal, Punkte bei mir wieder verbunden, die mir noch nicht so ganz klar waren. Ich danke dir. Ich will jetzt auch noch mal gerade einen Schritt zurückgehen. Ich habe nämlich letztes Jahr auch einen sehr, sehr spannenden Vortrag gehört von dem Dr. Rau aus Marburg, der sich auch sehr intensiv mit dieser Thematik schon sehr lange befasst und der also auch noch mal betont hat, dass eben die Entstehung vom autistischen Formenkreis eben multifaktoriell ist. Hast du ja auch schon erwähnt, aber der sagte, es sind so viele Faktoren, die reinspielen, die das begünstigen. Und an manchen Faktoren kann ich eben hinterher noch wieder, ich sag mal, das Rad ein bisschen zurückdrehen, an anderen kann ich es nicht. Du hast ja auch gerade schon die natürliche Geburt erwähnt. Er sagte also auch zum Beispiel, dass Kaiserschnitt das Risiko erhöht oder auch eine In-vitro-Fertilisation, vermutlich durch die Wirkung der Medikamente, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Er hat auch klar zum Ausdruck gebracht, dass der Vitamin-D-Spiegel der Mutter während der Schwangerschaft auch wieder einen Einfluss hat und auch wie viel Vitamin D das Kind in den ersten Lebenswochen und Monaten eben abbekommt. Und ich wollte jetzt auch nochmal gerade dieses Thema Glutenunverträglichkeit aufgreifen. Du hast ja auch schon mal vorhin Glyphosat erwähnt als einer der Hauptfaktoren. Es gibt ja die Frau Dr. Senef, eine Amerikanerin, die sich auch sehr intensiv mit dem Thema Autismus befasst hat, die also einen ganz, ganz großen Zusammenhang zwischen dem Anstieg von Lernschwierigkeiten und Autismus sieht und dem Einsatz von Glyphosat. Und dass
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse ja auch wohl den Zusammenhang nahelegen, dass eine Glutenunverträglichkeit wahrscheinlich auch eher eine Glyphosatunverträglichkeit ist, im Sinne von, dass man nicht rein gegen den Weizen als Korn allergisch ist, sondern weil diese ganzen Getreide heutzutage eben auch so stark mit Giftstoffen belastet sind, bis sie bei uns auf dem Tisch sind. Und dass es eben deshalb wirklich schon ein sehr, ja, sehr viele Faktoren sind, die irgendwo mit reinspielen. Und klar, wir können sie nicht alle ändern. Aber wenn wir natürlich die Darm- und Gehirngesundheit und etwas fürs Entgiften tun können, dann ja, kann man sicherlich einigen Kindern sehr gut helfen. Und ich würde gerne mal gerade einfach erzählen, weil ich ja eben mich jetzt schon länger auch damit befasst habe, was mich eben auch so sehr überrascht hat im Sinne von Behandlungserfolgen. Also ich habe von einer Heilpraktikerin letztes Jahr einen Bericht gelesen von einem 4-jährigen Mädchen, das also autistisch war, autoaggressiv war und auch aggressiv gegenüber anderen Kindern im Kindergarten. Und diese Heilpraktikerin hat dann auch angefangen, dem Kind, also das Kind systemisch zu entgiften. Und hat ihm dann noch was auch für seine Gehirngesundheit gegeben. Also alles nur reine Naturprodukte. Und schon nach 4 Wochen war dieses Kind viel weniger aggressiv, war generell sozial umgänglicher. Und die hatte vorher recht wenig gesprochen und fing dann auch an, sogar ein bisschen zu sprechen. Und ich habe letztes Jahr gesagt, ja fast unglaublich, ja, wie kann sowas sein? Aber wirklich, wenn man jetzt so diese großen Zusammenhänge versteht, dann macht das alles schon Sinn. Und wir haben also auch noch andere Beispiele gehört von Kindern, die eben 11-Jährige mit Asperger-Syndrom, die also eben regelmäßig Panikattacken haben und die nach einigen Wochen des Entgiftens viel gelassener geworden sind. Und das ist ja wunderbar, denn ich glaube, für die betroffenen Familien ist es ja schon extrem anstrengend, das tägliche Leben mit diesen Kindern. Und wenn es da also Möglichkeiten gibt, diesen Kindern zu helfen, dann ist es ja auch sehr schön, wenn die genutzt werden. Und vielleicht kannst du da jetzt auch noch mal einfach ein bisschen schildern, wie du da vorgehst, welche Methoden du von Dr. Klinghardt kennst oder auch welche, ja, neueren Ja, es ist. Möglichkeiten du siehst. Und ich möchte auch noch gerade eine Sache eben noch mal betonen, weil eben so oft dieses Thema immer abgeblockt wird, ne, kann man nichts tun. Also wir wissen, die Wissenschaft ja erkennt Zusammenhänge jeden Tag oder erkennt neue Zusammenhänge jeden Tag. Und wenn man vor 10 Jahren vielleicht noch eher sagen konnte, da kann man nicht viel tun. Ja, man hat heute so viele Studien über diese Zusammenhänge bei Autismus, die auch ja veröffentlicht sind, dass man einfach sagen muss, liebe Familien, öffnet euch für dieses Thema, hört euch an, was Experten raten oder versucht es einfach. Es sind Möglichkeiten da, diesen Kindern zumindest teilweise zu helfen. Natürlich kann man nicht versprechen, ne? Aber wie gehst du vor? Wo fängst du an sozusagen? Ich kann dir absolut zustimmen, dass es so wichtig ist, da wirklich sich zu öffnen. Und auch ein bisschen, also dazu gehört zu diesem Thema, diejenigen, die jetzt zuhören oder das Interview schauen, die schon sehr viel alleine machen und lesen und sich im Internet Kongresse anschauen oder andere Themen und einfach da eintauchen, für die ist es jetzt gar nicht so was Besonderes. Aber es gibt noch sehr viele Menschen, die im Grunde dieses gelernte Vertrauen in den Schulmediziner, und ich bin nicht gegen Schulmediziner, um Gottes Willen, ich kenne so viele tolle, geniale Ärzte, die eine super Arbeit machen, die aber ebenfalls auch sich geöffnet haben für andere Themen. Aber die Schulmediziner der klassischen Schule, das sind die, die ganz häufig sagen, ja, da kann man nichts machen und das muss man halt symptomatisch irgendwie behandeln. Das heißt, da wird dann dem autistischen Kind schon auch geholfen, aber eben ohne, dass man dieses Thema anzweifelt, der Wahrnehmungsblockade oder der Gehirnblockade. Das ist einfach so, wird als gegeben hingesehen. Und was kann man jetzt machen? Das heißt, es wird jetzt so ein bisschen drumherum gearbeitet, aber es wird nicht wirklich an der Ursache gearbeitet. Und man versucht dann den Alltag dem Kind irgendwie besser zu ermöglichen durch verschiedene Logopädien und Ergotherapien und andere Dinge. Aber es ist jetzt nicht wirklich die Lösung. Nee, es ist mehr die Symptombehandlung, aber Ja. nicht die Ursachenbekämpfung, Genau. ne?
Und Eltern, die jetzt da drinstecken in der Situation und dann einfach nicken an der Stelle, wenn der Arzt es sagt, ja, machen kann man nichts, aber wir können jetzt ein bisschen Ergo machen und dies und das, das sind dann die, die natürlich ein Leben lang leiden werden, weil das Kind sich halt ein wenig verbessert. Und Eltern, die anfangen zu hinterfragen und schauen und nachforschen und dann Dinge ausprobieren, das sind die, die sich mehr in dem Weg befinden, dass man sagt, okay, ich kann es diesem Kind ermöglichen. Es geht, das ist auch nochmal wichtig, es geht ums Kind und nicht um das Ego der Eltern. Ja, ich kann es dem Kind ermöglichen, dass es vielleicht ein bisschen weniger Stress empfindet, wenn es auf fremde Menschen stößt oder wenn es in einer Situation ist, die jetzt nicht so komfortabel ist. Und wenn ich das doch machen kann, dann sollte ich da mich in diese Richtung bewegen und das auch versuchen. Und die Schwierigkeit entsteht jetzt, wenn man einmal angefangen hat, diese Tür zu öffnen, was gibt es denn noch? Wird man schier erschlagen von Möglichkeiten? Und da ist das große Problem, und was mache ich jetzt? Ganz viele von den Eltern, die zu uns kommen mit autistischen Kindern, haben eine Riesenkarriere schon hinter sich mit Therapeuten, Versuchen mit Ärzten. Das geht dann von homöopathischen Begleitungen über Delfinschwimmen in Florida. Also das ist so viel, was die dann oft hinter sich haben. Und es ist dann ganz häufig so, ja, es hat ein bisschen was gebracht, aber irgendwie so richtig nicht. Und die Schwierigkeit ist, dass viele Experten, wie auch die Autorin, die du erwähnt hast mit dem Glyphosat, viele Experten versteifen sich auf ein Thema, gehen da wirklich mit der Lupe und mit dem Skalpellmesser in dieses Thema rein, haben da auch tolle Erkenntnisse, die wichtig sind und einen Riesenerfolg damit. Aber es ist eben wichtig, dass ein Kind, was jetzt so vor ihm steht als Lebewesen, das hat meistens mehrere dieser Expertenthemen nötig. Ja. Und die große Frage ist, was genau? Also was sind jetzt was muss ich machen? Muss ich jetzt nur entgiften oder muss ich auch Darmaufbau betreiben? Und wenn ich Darmaufbau betreiben muss, wie mache ich denn das? Mache ich das mit einem Mittel oder muss ich Antibiotika nehmen oder? Das heißt, es gibt so unglaublich viele Fragezeichen, die dann aufkommen. Und da braucht es wiederum dann die Fähigkeit, irgendwie dazwischen dem Dschungel abzuwerten oder zu bewerten. Und das ist das, was wir in der Praxis standardmäßig machen, dass wir einfach, ich persönlich, so meine Leidenschaft, einfach ganz viel mache. Ich nehme Dinge auf, prüfe die und dann kommen die mit ins Sortiment unserer Arbeit rein und dann kommt diese Testmethode. Ohne diese Testmethode hätten wir nicht unsere Erfolge. Und ich will damit sagen, unsere Erfolge sind auch nicht so, dass ich sage, ich kann jetzt jedes Kind zu einem normalen Kind in Anführungszeichen machen. Ja. Aber unsere Erfolge sind schon, dass wir zu 80-85% die Kinder in irgendeiner Weise verbessern. Super. Und das sehen wir. Also das ist wirklich ist für die Kinder immer eine Wohltat. Sie haben dann immer noch ihre Themen. Es werden vielleicht immer noch nicht irgendwie, keine Ahnung, aufs Gymnasium gehen oder andere Dinge machen. Aber sie kommen wesentlich besser häufig in ihrem Alltag klar und vor allen Dingen zwischenmenschlich mit den Eltern. Eben, die Eltern immer so wieder wichtig, ein absolutes Wunder, wenn das Kind plötzlich die Mama anschaut und einfach sie anspricht und sagt, Mama. Das habe ich auch neulich einen Fall gehört. Ja, Wahnsinn, ja, genau. Faszinierend, das immer wieder mitzumachen, weil die Kinder können das häufig nicht. Die nehmen überhaupt keinen sozialen Kontakt auf zu den Eltern. Das ist für die Eltern am meisten bedrückend. Aber deine Frage ging ja um die Methoden, wie gehen wir vor? Das heißt, wir gehen schon erstmal nach diesen Faktoren und schauen nach diesen Faktoren und gucken uns an, welche dieser Faktoren treffen bei dem Kind zu. Also hat es Schwermetalle? Ja oder nein? Hat es eine Elektrosmogbelastung? Ja oder nein? Gibt es Störfelder im Körper? Gibt es eine Mikrobiombelastung? Also hat es Pilze, Parasiten oder andere Dinge im Körper? Hat es eine Unverträglichkeit auf bestimmte klassische Lebensmittel, die halt bekannt sind, wo man weiß, das hat damit zu tun? Ja. Ist der Vagusnerv belastet? Und wir gucken uns das ganze Spektrum an und dann testen wir quasi in einer Art Priorisierung, okay, welche Schritte sind denn jetzt die ersten, die nötig sind, damit das Kind den ersten Schritt machen kann. Ja, und häufig ist es dann eben die Entgiftung oder das Umstellen der Ernährung, also sind noch so ganz in Anführungszeichen banale Dinge und nicht so sehr die, und das ist das, was wir auch oft sehen, nicht so sehr diese orthomolekulare Schlacht. Also es gibt ganz häufig Kinder, die kommen dann mit 20, 25 verschiedenen Mittelchen, die sie täglich dreimal einnehmen sollen, aus der automolekularen Medizin, auch da, die ist gut, die ist okay, aber es wird oft versucht, einfach nur indem man Dinge auf den Körper draufschmeißt, wird versucht, dass dann irgendwas besser wird. Mhm. Und es ist eben wiederum keine Ursachenbehandlung, sondern eine Symptombehandlung. Mhm. Es kann sein, dass das Kind mal eine Zeit lang massiv viel Folsäure braucht oder Vitamin B12 oder andere Dinge, aber es ist eben nicht eine Dauerursachenbehandlung, sondern es geht auch da wieder nur darum, dem Körper zu helfen, eigentlich
die Ursachen wegzukriegen. Ja, und wir darf ich da ganz kurz einhaken, weil ich gerne. Ja eben auch eben mit dem Thema Entgiftung mich befasst habe. Es macht ja oft Sinn, nicht nur bei diesen Kindern, auch bei Erwachsenen, statt dass man jetzt massiv eben tolle Nährstoffe einnimmt, so wirklich erstmal zu prüfen, wenn da eine Giftstoffbelastung vorliegt, erstmal die anzugehen, weil der Körper danach ja wieder viel besser diese guten Nährstoffe, die man zuführt, aufnehmen kann. Also es ist im Prinzip zum Teil rausgeschmissenes Geld, erstmal nur Nährstoffe, 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 wenn man das andere Thema ganz außen vor lässt, ne? Genau. Naja, es ist auch so, gerade wenn die Darmwand entgiftet und entzündet ist, dann kann der Körper so gut wie gar nichts aufnehmen. Ja. Wenn mein Mikrobiom gleichzeitig noch nicht wirklich funktioniert, weil es eben auch belastet ist, vergiftet ist, entzündet ist, dezimiert ist, dann kann es auch diese Nährstoffe gar nicht richtig synthetisieren. Wir müssen dazu wissen, dass 95% der Nährstoffe, die wir essen, kommen nicht so im Körper an, sondern es wird alles erstmal an die Bakterienschicht im Darm geworfen oder gebracht und die verarbeiten jetzt diese verschiedenen Substanzen und scheißen dann auf Deutsch gesagt das aus, was wir brauchen. Und das, wenn ich da nicht drauf achte, dass dieses Mikrobiom optimal aufgestellt ist, dann kommen Nährstoffe sowieso kaum noch an. Mhm. Und dann wird es schwierig. Also deswegen mit Nährstofftherapie alleine wird es schwierig. Heißt aber nicht, dass sie nicht nötig sind. Es ist schon so, dass Kinder aufgrund ihrer Symptomatik zum Beispiel eine Kryptopyrolurie entwickeln können. Also etwas, wo ein starker Zinkverlust stattfindet und Vitamin B5-Verlust und B6-Verlust und Mangan und Molybden und solche Dinge, die dann einfach immer rausgepinkelt werden, weil es einen bestimmten Fehler gibt in der Herstellung von einem Enzym in dem Körper. Okay. Das heißt, natürlich braucht das Kind jetzt zunächst mal von außen diese Nährstoffe, bis der Körper es wieder alleine aus dem Essen rausziehen kann. Und das ist eben das, was man raustesten sollte. Und da ist die Testmethode, die wir haben, ist da das Beste, was man nutzen kann. Also die Testmethode, die Dr. Klingert lehrt, die autonome Regulationsdiagnostik ist da der absolute Gamechanger in meinen Augen, weil wir über die klassische Labordiagnostik hinausgehen können. Denn es gibt für all diese Themen keine vernünftige Labordiagnostik. Ich kann im Labor nicht wirklich rausfinden, wie schwermetallbelastet ist der Körper und wo sind die Gifte. Ich kann schon sehen, so ein bisschen, gibt es Gifte oder nicht. Aber ein klassisches Beispiel ist die Haarmineralanalyse. Ich habe nicht selten Eltern, die das schon mal gemacht haben mit den Kindern. Das schickt man dann so einen Zentimeter vom Haar in ein Labor. Und es wird dann geschaut, welche Gifte sind drin, weil man weiß, über das Haar kommen die Gifte aus dem Körper raus. Ja. Wenn wir von der klassischen von dem Drogenscreening, wenn jemand clean sein soll für den Führerschein, dann wird an den Haaren immer geschaut, ist er das auch wirklich gewesen? Weil man an der Haarlänge ziemlich genau sehen kann, du hast vor 3 Wochen Cannabis konsumiert oder eben nicht. Okay. Und wenn man sich jetzt diese Testungen, die Ergebnisse anschaut, dann sieht man sehr häufig bei den Kindern, super, kaum Gifte, Aluminium ganz niedrig, Quecksilber gar nicht vorhanden, super. Also das kann es nicht sein, weil es sind ja keine Gifte im Haar. Das ist ein Trugschluss. Denn es ist so, dass das Kind bis Oberkante, Unterlippe voll sein kann mit den Giften, aber sie kommen nicht raus. Und genau das ist ja das Problem. Bei einem gesunden Kind kommen diese Gifte raus. Man sieht die auch in den Haaren. Aber ein Kind, das eben nicht diese Gifte bewegen und rausbringen kann, da entsteht dann unter Umständen Autismus oder ADHS oder anderes. Okay. Das heißt, ich kann das nicht als Rückschluss nehmen und sagen, das sind keine Gifte. Ja, ja. Also stehe ich wieder auch bei Null. Ich habe dann das Ergebnis und stehe wieder bei Null und weiß nicht, okay, was mache ich jetzt? Ja. Deswegen ist diese autonome Regulationstestung so wertvoll, um zwischen den verschiedenen Methoden zu wählen. Und es gibt so tolle Ansätze. Einer der Hauptansätze ist die Entgiftung. Und ich bin so dankbar, um eine Möglichkeit leicht zu entgiften. Also wir machen das schon seit so vielen Jahren. Es gibt so gute und tolle Detox-Mittel tatsächlich. Ja. Aber bei den Kindern ist es so, dass wenn sie diesen Mix an Giften haben, also das Aluminium, das Quecksilber, das Glyphosat und andere, dann brauche ich auch entsprechend viele Entgiftungsmittel. Und jeder, der ein autistisches Kind oder auch ein Kind mit ADHS schon mal betreut und begleitet hat, weiß, die nehmen das nicht. Selbst meine nehmen es nicht unbedingt. Also wenn ich dann ankomme mit Zeolit oder Trinkmoor oder Chlorella, manche mögen es, aber manche eben nicht. Und dann waren wir immer wieder vor der verzweifelten Situation, ja, was machen wir nun? Und dann gibt es die Idee der Fußbäder und anderer Dinge, die man machen kann. Das ist alles gut, aber alles unglaublich anstrengend und aufwendig, um das durchzuführen mit einem Kind, das im Grunde eigentlich keine Impulse von außen akzeptiert. Ja, genau. Und es gibt ein einfaches Mittel mittlerweile, das ist das Clean Slate von der Firma Root.
Da muss ich sagen, genial. Also das ist so, das hat uns unsere Arbeit so dermaßen erleichtert, weil man braucht davon ein paar Tröpfchen. Okay. Man muss am Anfang bei den autistischen Kindern vorsichtig anfangen. Erstmal nur ein Tropfen am Tag und langsam da reinfinden, welche Dosierung das Kind verträgt. Wir testen schon die Dosierungen aus und häufig brauchen die Kinder Riesendosierungen, oft das Vierfache von einem Erwachsenen. Wow. Aber das ist so, dass wir trotzdem raten, langsam anzufangen, dass man das System nicht total überfordern. Das ist einfach so, dass man diese Tropfen geben kann. Und damit ist die ganze, weil dieses Clean Slate ist in der Lage, sämtliche Gifte tatsächlich zu binden, die hier eine Rolle spielen. Und das Glyphosat genauso wie das Quecksilber, wie das Blei, das Cadmium und eben auch das Aluminium. Und das finde ich großartig. Und, und das Zweite ist halt das große Thema, was mache ich mit dem Darm? Wie kriege ich den Darm in Ordnung? Matthias, darf ich einmal noch ganz kurz einhaken, weil ich glaube, für viele Leute ist dieses Thema Entgiften eben immer noch so schwer zu greifen im Sinne von, haben die Kinder da irgendwelche, sage ich mal, negativen Empfindungen? Also ist das was, wo die dann, weiß ich nicht, sich nicht gut fühlen? Oder kannst du das so ein bisschen noch erklären, bevor wir uns dann der Darmgesundheit widmen? Nicht, dass jetzt so der Eindruck entsteht, bei Entgiften, das ist was Schreckliches, sondern ich glaube, es ist relativ sanft, aber... Ja, es ist sanft, es ist so, es hängt absolut individuell vom Kind ab. Und wir erleben beim Entgiften verschiedene Dinge. Manchmal passiert gar nicht viel, die Kinder merken gar nichts. Das ist einfach so nebenbei. Und manchmal ist es so, dass wenn man anfängt, Gifte zu mobilisieren, dass dann schon Reaktionen kommen können. Und das ist dann auch das, wo dann die Eltern wiederum mit uns in den Kontakt treten. Oder die Möglichkeit nutzen, und das ist eben das, was ich noch gerne erwähnen möchte, wir haben aufgrund der autistischen Kinder irgendwann mal die Testmethode zu einem Kurs zusammengefasst, um es diesen Mamas beizubringen. Also das heißt, sie müssen dann nicht ständig immer zu irgendwie Kontakt aufnehmen, in die Praxis fahren und andere Dinge, sondern können es dann zu Hause selber raustesten. Okay, super. Und das Wichtige ist, diese Testung ist dann entscheidend. Also das heißt, wenn ich merke, mein Kind hat jetzt plötzlich Symptome, Kopfschmerzen, die Aggressionen werden mehr, vielleicht Bauchschmerzen, vielleicht Schwindel, vielleicht so eine Lethargie, die eintritt, dann kann es sein, dass ich entweder mehr oder weniger von dem Bindemittel brauche oder von dem Entgiftungsmittel. Und das muss man dann rausfinden, was es genau ist. Es gibt das Phänomen bei manchen Menschen, die Gifte überall geparkt haben im Körper, das Phänomen, dass ich nenne es gerne den Kleiderschrank-Effekt. Das heißt, wenn ich hergehe und mache einen vollgestopften Kleiderschrank auf nur ein Stückchen mit einem Tröpfchen Entgiftungsmittel, dann klatscht alles raus. Und das ist das, was der Körper gerne macht. Wir haben aber häufig bei den Kindern auch die Schwierigkeit, dass die Leber zum Beispiel nicht richtig in den Entgiftungsphasen synthetisieren kann. Das heißt, sie kann die verschiedenen Prozesse nicht richtig machen, die nötig sind, um Entgiftung zu machen. Das ist ganz häufig ja eben das Problem bei den autistischen Kindern. Das Schöne ist jetzt an diesem Clean Slate, dass es das auch nicht benötigt. Das heißt, das bindet die Gifte im Gewebe, hält die fest und die gehen einfach raus und gut. Man braucht also die Leber nicht als Hauptentgiftungsmittel und man kann dann diese Problematik damit umgehen. Deswegen sind die Effekte auch so schön damit. Und also wenn sowas aufkommt, dann ist es in der Regel auch nie lebensbedrohlich. Es kann nur einfach sein, dass bestimmte Verhaltensspitzen mehr werden oder das Kind sich mehr zurückzieht. Und wenn man das erlebt und sieht, okay, es gibt da eine Änderung, dann macht es die Dosierung in die eine oder andere Richtung anzupassen. Ja. Und also zumindest von den Erfahrungsberichten, die ich gehört habe, ist es, wenn ja, auch dann eher ein sehr überschaubarer Zeitraum. Ne? Weil also es ist jetzt nicht so, dass da monatelang irgendwelche Spitzen auftreten. Es sind dann vielleicht mal ein paar Tage und dann bessert sich das entsprechend wieder. Genau, okay. Ja, das ist das eine. Dann eben Darmgesundheit, Ernährung umstellen. Auch da, es gibt unterschiedlichste Dinge, auf die man achten kann oder sollte. Nicht jedes autistische Kind hat ein Problem mit Oxalsäuren, aber manche eben schon. Nicht jedes autistische Kind hat ein Problem mit Lektinen aus der Tomate, manche aber schon. Also das heißt, da braucht es auch so ein bisschen die Testung, die Hinwendung. Wo ich Brief und Siegel drauf geben kann, ist, dass eigentlich jedes autistische Kind ein Problem hat mit Tiermilchprodukten, vor allen Dingen der Kuhmilch und mit dem Gluten. Das sind die Hauptdinger wirklich. Und das Gluten, es kann sein, dass für einen normal gesunden Menschen, der 1910 geboren wurde, das normale Brot aus Weizen noch völlig in Ordnung war. Aber in der Zeit von 1910 bis jetzt, also in diesen 100 Jahren oder 110 Jahren, hat sich viel verändert. Und die Landwirtschaft hat das Getreide verändert. Gerade der Weizen wurde massiv verändert. Die Gifte, die dazugebracht wurden, sind massiv verschlechtert. Und der allgemeine Gesundheitszustand
von unserer Generation und den kommenden wird immer schlechter. Mhm, ja. Genetischen Zustände, diese Mikrobiome werden immer schlechter. Mhm. Wir sind jetzt, also ich komme, meine Mutter hat mich geboren in den 70er Jahren. Das heißt, sie hat schon in der Nachkriegszeit diesen Klassiker an Antibiotika und anderen Dingen mitbekommen. Ja. In meiner Zeit war es dann modern zu sagen, ah ja, stillen ist doof. Also man gibt den Kindern jetzt auch so eine Lupa oder so, genau. Also so künstlich, das war schick. So ein Pulver einfach mit Wasser war super praktisch, auch für die Mamas. Und das heißt, der Mikrobiomaufbau war da schon von Anfang an irgendwie schlecht. Ja. Dann kam die ganze Impferei in den 70er Jahren richtig hoch, die Pflichtimpfung oder die empfohlene Impfung, Pflicht war es ja nie. Mhm. Ist es auch bis auf ein paar wenige zum Glück noch nicht. Mhm. Die Impfungen bringen halt unglaublich viel Gifte mit. Mhm. Und schädigen durch ihre Effekte das Immunsystem und das Mikrobiom. Also das ist eins der Haupttrigger. Wenn zu mir Eltern kommen und sagen, und ich frage, wie war denn das? Wann ging denn das los? Mhm. War es fast immer die Impfung. Es war fast immer die Impfung, entweder die erste oder zweite Impfung, die das ausgelöst hat. Natürlich gab es im Vorfeld genetisch diese Entgiftungsstörungen. Ja. Aber was wir dann machen als Eltern, wenn wir die Kinder impfen, ist russisch Roulette. Also wenn Eltern zu mir kommen und sagen, ich möchte mein Kind impfen, versuche ich aufzuklären. Mhm. Das kann man. Man kann da hinschauen und es gibt mehr Meinungen dazu als die klassische Medien- und schulmedizinische Meinung. Ja. Aber das Allerentscheidendste ist, dann sollten die Eltern es auf sich nehmen, eine Genanalyse zu machen der Entgiftungsfaktoren im Kind, um rauszufinden, hat es da Polymorphismen, also Störungen oder nicht. Und wenn die vorhanden sind, dann muss man nochmal neu drüber nachdenken. Weil das Risiko ist riesig, dass das dann in schief geht, dass das in die Hose geht. Das kann übrigens auch passieren, wenn ich hergehe und dem Kind, früher war das auch noch üblich, das kam noch in den 70er Jahren mit dazu, dass ich dem Kind Amalgamfüllungen in den Mund mache. Ja, macht super. Heute zum Glück, hoffe ich, kein Zahnarzt mehr. Aber das war früher so. Es kann auch sein, dass es dann nicht die Impfung ist, sondern ist es halt diese blöde Giftfüllung, also mit dem Quecksilber, die dann vielleicht den Autismus auslösen kann. Also das heißt, oder die Mutter, die Quecksilber, also die Amalgamfüllung hatte, ne? Das ist ja das, was das Kind in der Schwangerschaft mitkriegt, das kommt noch erschwerend hinzu. Also es gibt durchaus Kinder, weil wenn jetzt jemand sagt, ja, mit der Impfung, das kann nicht sein, weil das war ja vorher schon irgendwie auffällig. Ich habe manche, die warten halt tatsächlich bis zum ersten oder zweiten Lebensjahr mit Impfungen, aber das Kind war vorher schon auffällig. Da ist es umso fahrlässiger eigentlich noch, das Kind zu impfen, aber die Auffälligkeit kann dann schon kommen, weil die Mama Gifte im Körper hat und die Mutter entgiftet 60% ihrer Gifte ins Kind. Ja, das habe ich auch gehört. Das ist schon enorm. Und zwar das erste Kind kriegt mehr ab als die folgenden Kinder. Ne? Also deshalb ist auch da oft tatsächlich ein Zusammenhang, dass die ersten irgendwo mehr Probleme haben. Ja, genau. Es kommt natürlich auf die Mutter an, welchen Giften ist sie ausgesetzt. Es kann auch sein, dass das zweite Kind noch viel Gifte abkriegt, weil dazwischen vielleicht 4 Jahre liegen, wo die Mutter wieder viel vergiftet ist. Ja. Gibt es auch noch den Faktor. Und das heißt, auch für mich ist da wieder ein Punkt, wenn jemand geplant schwanger werden möchte, dann ist es absolut wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also das Thema Entgiftung spielt eine Riesenrolle. Jeder von uns macht das im Gewächshaus. Niemand von uns würde auf so einen altbelasteten Altölboden jetzt anfangen, Kräuter zu pflanzen. Jeder geht da in den Baumarkt und holt eine schöne Kräutererde. Blumen gut haben. Ja, genau. Ich muss als Mama dafür sorgen, dass ich auch eine schöne Kräutererde bin. Dass ich einfach sage, okay, ich habe vielleicht geraucht mal 10 Jahre, habe ich jetzt schon aufgehört seit 5 Jahren. Dann habe ich aber auch Amalgamfüllungen im Mund. Davon sind jetzt schon 3 raus von meinen 5. All diese Dinge, wie das Leben halt so läuft. Und es ist absolut wichtig heutzutage, die Mütter erstmal massiv zu entgiften, damit die Kinder möglichst wenig Belastung abkriegen. Ja. Darf ich da auch noch mal gerade einen Punkt ergänzen, weil ich vorhin ja auch die In-vitro-Fertilisation erwähnt hatte und wir wissen auch aus vielen Studien, dass die Anzahl der jungen Eltern, die nicht unbedingt so schnell auf natürlichem Wege Kinder zeugen können, also steigt und dass im Prinzip wohl auch ein Zusammenhang besteht, eben schon mit der Giftstoffbelastung der Eltern, wie einfach überhaupt dann eine Mutter schwanger werden kann. Und das dann eben auch bedeutet, jetzt ist schon die Mutter vergiftet, hat Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Dann kommt noch die In-vitro-Fertilisation dazu mit Medikamenten. Ne? Ist auch dann wieder doppelte Belastung im Prinzip. Deshalb macht das sehr viel Sinn zu sagen, wenn ich es plane, vorher zu entgiften. Und Ja, vor allen Dingen bei der In-vitro ist es so, dass
Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man das Ganze der künstlichen Befruchtung angehen kann. Der natürlichste Weg ist noch die Insemination. Das heißt, dass der Samen einfach in den Mutterleib gegeben wird und dann seinen Weg geht. Aber in vitro heißt ja, dass im Reagenzglas quasi ein funktionierendes Spermium mit einer Eizelle zusammengebracht wird. Und das ist im Grunde, und auch ohne das werten zu meinen, und ich kenne ganz viele Kinder, die so erzeugt sind und die sind wunderbar, aber es ist eine Vergewaltigung. Weil die Eizelle sich vielleicht niemals dieses Spermium ausgesucht hätte. Das heißt, ich bringe da was zusammen, was vielleicht gar nicht zusammen hätte kommen sollen. Und da wird halt auch wieder schulmedizinisch nur geschaut, das ist DNA 1, DNA 2, das wird zusammengebracht und fertig, und dann wächst ein Kind. Aber es gibt ja ganz filigrane Prozesse, wie sich so eine Eizelle, so ein Spermium aussucht und auswählt. Und das ist dann schon so, dass es sein kann, dass das auch mit dazu beiträgt, dass die genetischen Bedingungen dann schlechter sind. Mhm. Okay, gut. Und was natürlich noch an dieser Stelle nicht unerwähnt sein darf, ist das Thema Elektrosmog. Ja, das hätte ich jetzt auch nachgefragt. Über den Punkt Schwangerschaft sprechen, aber auch die Zeit danach, also diese Babyzeit. Es gibt einen riesengroßen Hinweis, eine riesengroße, einen Gleichschritt im Grunde genommen zwischen dem Wachstum von autistischen Kindern und dem Ausbau vom Elektrosmog, also vom Funk, vom Handyfunk. Mhm. Es gibt dort ein Riesenproblem. Dr. Klingert selber hat das mal gemacht in so einer kleinen internen Studie. Mhm. Hat er einfach mal Mütter befragt, Mütter von autistischen Kindern, wo habt ihr denn geschlafen? Und hat dann diese Schlafplätze angeschaut. Teilweise mussten sie nachgestellt werden, weil es schon ein paar Jahre her war. Mhm. Es war fast immer so, dass diese Schlafplätze dann mit dem Messgerät hohe Belastungen hatten an Funk. Durch die WLAN-Anlage zu Hause oder durch einen Funkmasten, der neben dem Schlafzimmer stand in der Nähe. Und das ist ein Riesenthema, wo schläft die Mutter mit diesem schwangeren Bauch? Mhm. Und was heute noch zusätzlich hinzukommt, ist halt das Nutzen vom Smartphone. Jeder mittlerweile hat das Ding ja mehr in der Hand, durch verschiedene E-Mails, Social Media etc. Und das ist immer so auf der Höhe vom Bauch dann. Das heißt, dieser ganze Funk, der da stattfindet, betrifft natürlich den Bauch immer auch mit. Es gibt da verschiedene Schutzmöglichkeiten. Es gibt für die Mütter gibt es so einen Bauchgurt. Das ist so eine Art, wie so ein Minirock, den man höher zieht im Grunde genommen. Aus so einem Schutzstoff. Das ist dann so Silberfäden, so ein Stoff, der wirkt abschirmend. Das ist ein Abschirmstoff. Okay. Also sowas kann man theoretisch kaufen und dann schon mal als Schutz um den Bauch binden, dass die direkte Strahlung nicht reinballert ins Kind. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass man als Mama da anfängt, aufmerksam zu werden und nicht mehr mit dem Handy im Grunde rummacht, wenn es nicht angeschlossen ist an ein normales Kabel. Man kann heutzutage mit Adaptern, kann man ein Handy direkt an ein Internetkabel anschließen. Es muss um den Flugmodus stellen und es hat dann trotzdem Internet. Wenn das Handy das nicht kann, weil es zu alt ist, dann ist es diese 200-300 Euro wert, die zu investieren in ein neues Handy. Und dann einfach das zu machen. Ja. Also die moderneren Varianten können das alle. Und sicherlich nicht beim Stillen ständig Handy nutzen. Ne? Ja. Also ich habe noch ein Buch gelesen und meine Kinder sind noch die ersten Jahre völlig ohne Smartphone-Nutzung von meiner Seite aufgewachsen. Ja. Das ist heute auch schon fast nicht mehr anzutreffen, aber sicherlich, solange man sein Kind an der Brust hat, Handy weit weg. Ne? Immer mit Kabel, immer mit Kabel. Oder mit Kabel. Das ist nur, wie wir das gemacht haben, immer mit Kabel, dann geht es, dann ist es nicht so schlimm. Ja. Natürlich ist es verständlich, so eine Mama, die hat in der Zeit, wo gestillt wird, hat sie mal kurz ein paar Minuten Zeit, mal Nachrichten zu checken und kurz zu machen. Klar. Und das ist alles verständlich, aber es muss so gemacht werden, dass es nicht für die Mama oder fürs Kind schädlich ist. Und am schlimmsten ist tatsächlich zu Hause das WLAN, das im Dauerbetrieb läuft. Das muss im Grunde ausgeschaltet werden, dann wie ein Elektroherd. Wenn man es braucht, macht man es halt mal an, dann wieder aus. Mhm. Das ist eine viel geringere Belastung, als wenn es dauerhaft von früh bis abend läuft. Mhm. Ich höre dann öfter, ja, aber mein Mann oder ja, aber meine älteren Kinder. Da muss man sich einfach irgendwie anders noch auf die Hinterfüße stellen, denn das ist einfach ein Riesenthema. Es sorgt dafür, dass Entgiftung nicht richtig stattfindet. Also selbst bei einem gesunden Kind sorgt es dafür, dass Entgiftung nicht richtig stattfindet. Okay. Und da wir alle mittlerweile diesen Giften ausgesetzt sind, selbst die ungeimpften Kinder von einer total entgifteten Mama sammeln im Körper Gifte, weil wir einfach durch die Umwelt ganz viel Gifte abbekommen. Ja, die Atmosphäre ist voll mit Aluminium. Wir atmen ständig ein. Glyphosat. Selbst wenn diese Mama mit dem ungeimpften Kind Bio-Essen einkauft, was ja viel besser ist, und das Kind schon getreidefrei ernährt,
Selbst dann ist es so, das ist keine Garantie mehr, dass man nicht das Glyphosat trotzdem abkriegt. Ja, vielleicht in viel geringeren Dosierungen, was auch gut ist. Deswegen rate ich auch zum Biokauf. Aber es kann trotzdem da sein und ist auch nachgewiesen in verschiedenen Studien, dass da Spuren drin sind von Glyphosat, weil es einfach eine Welt ist, in der wir leben, die nicht voneinander zu trennen ist. Und das ist so, dass alle, also im Grunde hat jeder Mensch, der hier jetzt in unserer Zeit geboren wird, in der westlichen Hemisphäre, das Problem mit Toxinen, die nicht in einen Körper gehören. Und selbst ein guter Entgifter kommt mit diesen Giften nicht klar. Niemand kann alleine Quecksilber oder Aluminium oder Glyphosat entgiften. Niemand. Es ist nur so, wenn jemand stabil ist von der Genetik und gut, einigermaßen gut mit Giften umgehen kann, dass er diese Gifte an Stellen parkt, wo sie den Körper nicht stören, großartig. Ja. Okay. Das geht 40 Jahre gut, vielleicht 50. Und dann kommt der Krebs. Oder dann fängt der Parkinson an. Oder. Das heißt, dann kommen die schweren neurologischen oder anderen entartenden degenerativen Erkrankungen, die oft dann darauf zurückzuführen sind, dass es jahrzehntelang nicht gemerkt wurde. Genau. Und das ist so ein bisschen, die autistischen Kinder sind so ein bisschen wie so kleine Engel. Die zeigen uns, was hier schiefläuft. Okay, das finde ich schön, das Bild, ja. Ja, das ist so, diese wachsende Zahl, es wird einfach der Menschheit irgendwie gezeigt, Leute, hier passt was nicht, ihr macht was falsch, hört auf damit. Und natürlich opfern sich die Kinder, diese Seelen im Grunde genommen, opfern sich in diesem autistischen Kind mehr oder weniger, um das aufzuzeigen. Also wenn man das spirituell betrachten darf, was unglaublich wertvoll ist, dann sind diese Kinder, die haben ja auch eine Aufgabe. Also es ist ihre Aufgabe in dem Moment, dieses Leben so zu führen. Und es ist auch wichtig, um aus der Schuldfrage rauszukommen, weil häufig machen Eltern sich, wenn sie das dann alles wissen, machen sich dann selber fertig. Ach, ich hätte mal, ach, was konnte ich nur und warum habe ich nur, gerade wenn die Impfung der Ausschlag war. Aber dann kann man es auf so einem Termin noch festmachen. Das war nach dem Peaks war nichts mehr wie vor dem Peaks. Und dann machen sich Eltern häufig Vorwürfe. Und das ist der falsche Ansatz. Es ist einfach wichtig, jetzt voranzugehen, jetzt ändern, jetzt neu machen, jetzt anders machen. Genau. Lernen, und die neuen Möglichkeiten nutzen. Ich habe noch einen Punkt, der mir vorhin durch den Kopf ging. Darmgesundheit hatten wir ja schon angesprochen, dass Darmgesundheit auch mit Gehirngesundheit zusammenhängt. Ich war jetzt nochmal auf einem spannenden Seminar am Wochenende, da ging es auch nochmal um Dopamin und Serotonin, was für mich auch nochmal so jetzt eine Verbindung gebracht hat. Häufig haben ja diese Kinder mit Autismus oder aus dem autistischen Spektrum eben Schlafstörungen. Ja. Da geht es ja um die Melatoninproduktion, die wiederum mit der Serotoninproduktion zusammenhängt. Magst du da nochmal vielleicht ein bisschen was zu sagen, bevor wir dann so langsam zu einem Schluss kommen? Naja gut, also das Thema wirklich ist Melatonin, ist ein großes Thema. Wenn Melatonin nicht ausreichend im Gehirn da ist, dann kann jemand, ein Kind, kann dann einfach nicht in den Schlaf reinfinden. Melatonin ist wichtig für das Einschlafen und auch für die Schlaftiefe. Fürs Durchschlafen sind andere Faktoren wichtig, nicht das Melatonin. Aber damit fängt das ja an. Und wenn ein Kind einfach nicht zur Ruhe kommt, nicht runterfahren kann, kann das eben häufig an diesem Melatoninmangel liegen. Warum entsteht der Mangel? Einmal, weil Melatonin das Hauptentgiftungsmittel ist, das natürliche fürs Gehirn. Wenn also das Gehirn eh schon mit Giften belastet ist, versucht der Körper in seiner Verzweiflung, alle seine Reserven für die Entgiftung aufzubringen. Und die Gifte irgendwo von A nach B zu schieben und dann verbraucht sich halt das Melatonin. Und er braucht jetzt Nachschub. Um Melatonin zu bilden, braucht er erstens ein funktionierendes Organ, das das auch kann. Das ist die Zirbeldrüse oder die Epiphyse. Die stellt Melatonin her. Jetzt geht die dummerweise aber in Resonanz mit dem Elektrosmog. Das heißt, wenn ich Elektrosmog habe, sehr stark, WLAN oder das Schnurlustelefon oder ein Babyfon, das die ganze Zeit mit dem Decknetz funkt. Es gibt nur ein funktionierendes Babyfon, das wirklich gut ist. Das ist von der Firma Angel Care. Ich weiß die genaue Typbezeichnung gerade nicht. Ich habe es aber irgendwo stehen. Aber das ist das Einzige, weil es eine Frequenz nutzt, die dem Gehirn überhaupt nichts macht. Und auch nicht ständig funkt, sondern nur so hin und wieder, also wenn es gebraucht wird. Aber es gibt ja ganz tollen, modernen irgendwo im Discounter mit Bildschirm und Gegensprechanlage. Und das ist nett, aber gefährlich fürs Gehirn. Das Gehirn kann dann nicht mehr genug Melatonin herstellen. Das ist der eine Grund, dass das Organ, das es herstellt, dadurch einfach blockiert wird. Auch durch die Gifte natürlich, aber es kann es nicht mehr richtig. Das zweite ist, es fehlt der Nachschub. Der Nachschub für Melatonin ist Serotonin. Ich kann jetzt aber nicht hergehen und eine Serotonin-Tablette nehmen oder eine Melatonin-Tablette, sondern das Gehirn muss das selber synthetisieren im Gehirn. Das heißt, es braucht die Bausteine. Und die Bausteine kommen aus dem Darm. Ja. Werden vom Darm dann ans Gehirn rangeschwemmt, an diese Blut-Hirn-Schranke. Und die Blut-Hirn-Schranke ist jetzt nicht irgendwie so eine Wand, wo eine Tür aufgeht, sondern es ist einfach nur ein Blutgefäß. Und Blut-Hirn-Schranke bedeutet,
dass dieses Blutgefäß, wo ja normalerweise die Nährstoffe da rauskommen, ist ummantelt von Immunzellen, von Fresszellen. Und diese Fresszellen, die da dran gewachsen sind, die scannen jetzt, darf das jetzt hier rein oder dürfte es nicht rein? Und die brauchen aber wenigstens den Stoff, dass er da oben ankommt. Ja. Aber wenn der im Darm überhaupt nicht entwickelt wird und in die Blutbahn gebracht wird, kommt er auch nie an der Blut-Hirn-Schranke an. Mhm. Wenn ich jetzt Melatonin pur einnehme, hat das eine molekulare Größe, die ist viel zu groß. Die ist zwar dann in der Blutbahn, die kommt dann vielleicht auch noch an der Blut-Hirn-Schranke an, also an diesen Fresszellen. Die sagen aber, nee, ist zu groß, kommt hier nicht rein. Ja. Obwohl es das Richtige wäre. Das heißt, da kann man dann arbeiten mit so Methoden wie transdermale Melatonin, dass man also eine Melatonin-Creme hat, die man eincremt, ja. Über die Haut, okay. Diffundiert es dann über das Lymphsystem und findet dann doch auch seinen Weg. Mhm. Aber viel schlauer ist natürlich, im Darm anzufangen und zu gucken, wie kriege ich den wieder dahin, dass er diese Sachen herstellt. Ja. Oder wie kann ich ihm zumindest diese Sachen liefern, dass er das Ganze nutzen kann, um es wieder weiterzugeben. Mhm. Das ist der richtige Ansatz, über den Darm zu gehen. Also es dreht sich bei den Kindern, bei den autistischen Kindern, ganz viel über den Darm, um sie wieder in Ordnung zu bringen. Ja. Und gibt es da dann noch irgendwelche Methoden, dass man auch eben sozusagen relativ schnell diese Serotonin- und Dopaminproduktion wieder... Ja, auch da, ich meine, es ist immer, also ich tue mich immer schwer natürlich, weil ich versuche, eine Neutralität zu halten, aber ich kann einfach nicht anders sagen, als ja, es gibt ein auch da wieder ein neuartiges Mittel, das ist genial, das hat die Fähigkeit tatsächlich, gut bioverfügbar zu sein und aufgenommen zu werden. Es ist ebenfalls von der Firma Root. Okay. Und das ist das Zero-In. Und Zero-In ist tatsächlich so eine Mixtur aus genau den Stoffen, die gebraucht werden, damit das Gehirn, erstmal damit der Darm das überhaupt weiterleitet und damit dann das Gehirn das Ganze aufnehmen kann. Und daraus dann das Serotonin bilden kann und auch das Dopamin. Das ist beides wichtig. Das Spannende ist, die Frage, die ich oft kriege vom Patienten, weil wir empfehlen dann tatsächlich so 2, 3, 4 Produkte von dieser Firma, an der Stelle, wo mir vorher wirklich 15 verschiedene Produkte von einer anderen, von anderen Firmen empfohlen haben. Warum jetzt nur noch so wenig? Warum alles von der einen Firma? Was ist da los? Und da muss man dazu sagen, dass diese Firma Root besteht erst seit 2020, also noch seit sehr kurzer Zeit. Und die in meinen Augen, ja, der geniale Kopf an der ganzen Sache, Herr Dr. Christina Rahm, ist eine Frau vom Fach. Also sie ist wirklich, sie kommt aus der Biochemie, sie kommt aus der Pharmaindustrie letztendlich. Mhm. Sie weiß, wie man Dinge machen kann, ist aber gleichzeitig hochspirituell und hat jetzt was geschaffen, im Grunde genommen, was exakt wie der Deckel auf den Topf passt zu unserer Zeit. Also, und das ist häufig so zu sehen, das war schon immer so zu sehen in der Geschichte der Menschheit, in Anführungszeichen. Es gab immer irgendwie zu einem Problem auch das passende Heilmittel. Ja. Das kam immer irgendwie dazu. Das hat sich dazu entwickelt. Das ist vielleicht auch so unser Mindset, das wir als Menschheit haben, dass wir irgendwie machen wir viel Blödsinn, aber entwickeln auch spannenderweise Dinge, die uns da irgendwie helfen können. Und das ist das, wo ich, warum es auch jetzt erst da ist, möglicherweise, aber es passt tatsächlich wirklich sehr, sehr gut zu diesen Themen. Wäre falsch, das anders jetzt zwanghaft zu versuchen, wenn man es da so gut aufbereitet bekommt. Ja. Das ist meine Devise. Was wir immer machen, wir testen. Von mir kriegt niemand etwas, das ist ganz wichtig, niemand kriegt irgendwas, was nicht getestet hat. Ich teste auch vergleichend. Also ich nehme auch die Einzelstoffe, ich nehme auch das Tryptophan einzeln und verschiedene andere Dinge und teste die einzeln nach und sehe dann aber, in der Kombination ist es auch tatsächlich besser. Das ist so das, um das aufzubauen. Und natürlich ist wichtig, dass ich den Darm am Anfang unter die Arme helfe. Irgendwann kann er es dann alleine, aber am Anfang braucht er einfach Unterstützung. Okay. Matthias, ich glaube, es war ein sehr, sehr umfassendes, tolles Gespräch. Ich bin total begeistert, weil sich bei mir auch wieder noch ein paar Punkte heute verbunden haben, die noch vorher offen waren. Und es zeigt einfach, wie wahnsinnig komplex diese Thematik ist. Aber wir wollen ja auch wirklich mit dem positiven Ausblick schließen, dass es durchaus heute Behandlungsmöglichkeiten gibt, die Kindern oder auch Erwachsenen, die Autismus oder eben aus diesem autistischen Spektrum kommen haben. Und dass es auch, das ist mir noch wichtig, nicht bedeutet, dass das wahnsinnsteure Therapien sind. Also wir wissen ja, dass auch in diesen Familien oft das Geld insofern knapp ist, die Mütter können gar nicht arbeiten gehen, weil diese Kinder eine sehr intensive Betreuung brauchen und das ja auch gut ist, dass sie die kriegen und dass es doch mit
neuen Möglichkeiten eben auch für viele hoffentlich tatsächlich machbar ist, ihre Kinder zu unterstützen. Ich hatte ja schon vorhin erwähnt, ich habe wirklich ganz sehr berührende, auch, ja, wie soll man sagen, Erfahrungsberichte gelesen, wo man wirklich sagt, Wahnsinn, wenn man ein Kind, was anfangs nicht sprechen konnte, wirklich durch diese Unterstützung dazu bringt, dass es anfängt zu sprechen. Das sind ja Weichen, die ich fürs Leben stellen kann, die wirklich so eine ganze Familie und vor allen Dingen das Leben dieses jungen Menschen komplett verändern können. Und dass ich einfach auch mit diesem Appell schließen möchte, und ich denke, du wirst mir da auch zustimmen, zu sagen, nutzt die Möglichkeiten, die es im Jahr 2022 gibt. Vor 10 Jahren gab es eben manche Möglichkeiten noch nicht. Und ja, Matthias, vielleicht magst du auch da noch gerade irgendwie einen Schlusssatz sagen und dann kommen wir auch mal endlich zum Ende. Aber es war super, super spannend, mit dir zu diskutieren über das Thema. Sehr danke. Schön, danke. Ja, ja, es ist super, es ist ein spannendes Thema. Und wir haben auch jetzt nicht alles angesprochen, was es jetzt zu tun gibt. Es gibt unglaublich, aber da könnten wir den ganzen Tag drüber referieren, ja, wahrscheinlich. Was ich, glaube ich, am Schluss noch sagen möchte für alle Betroffenen, die das jetzt hier gesehen haben, bis hierhin ausgehalten haben. Es gibt die Möglichkeit, natürlich, ich weiß aus der Erfahrung, nach solch einem Interview kriege ich einen Boost an E-Mails. Wir haben die Schwierigkeit, alles zu bewältigen. Das heißt, deswegen lehren wir unsere Methode. Also jeder, der Interesse hat, kann gerne in unsere Akademie vorbeischauen. Das ist die praxisfamily.com. Und dann einfach in der Akademie anmelden, da diesen Weg durchgehen. Das ist kostenlos, die Anmeldung. Und da kann man erstmal schon mal ganz viel an Wissen und Informationen kriegen. Und jeder, der dann es wirklich ernst meint und dem Kind, sich, der Familie, wie auch immer helfen will, sollte dann entweder das Dr.-Mama-System oder nur die Testmethode alleine, eins von beiden, lernen und ist dann in der Lage, diese ganzen Tipps und Tricks, die es so gibt, zu testen und dann entsprechend anzuwenden. Und dann ist es so, gerade beim Dr.-Mama-System haben wir die persönliche Begleitung dabei. Das heißt, es ist dann auch möglich, spezielle Fragen zu stellen und die wir dann auch beantworten können oder bestimmte Protokolle dann oder andere Dinge. Ja. Also das ist dann alles machbar. Nur es ist uns, ich kann in der Woche, und so ist es im Moment auch, ich kann in der Woche so zwischen 5 und 10 autistische Kinder behandeln, aber die Nachfrage ist groß und es bräuchte eigentlich für 100 bis 150 Kinder eine Behandlung. Das schaffen wir nicht. Und das heißt, also weil wir nicht hinterherkommen, möchte ich an dieser Stelle gleich schon sagen, es macht Sinn, wirklich sich selbst zu schulen und dann fit zu sein und das alleine ohne fremde Hilfe im Grunde genommen, ohne abhängig zu sein, durchzuziehen. Das ist das, das ist das, was wir erleben, wo wir sagen, genial. Und das ist so mein Abschlussstatement noch. Gut. Und neben dir und deiner Wahnsinnsexpertise gibt es hoffentlich auch noch ein paar andere Klinghardt-Therapeuten oder ganzheitlich arbeitende Therapeuten, die auch diese Bausteine unbedingt entsprechend kombinieren, sodass es dann hoffentlich auch noch andere Möglichkeiten gibt. Ich denke, wir werden unter diesem Video dein Video von vor 3 Jahren, glaube ich, verlinken, wo du auch nochmal sehr schön diese ganzen Ursachen im Detail erklärst und da auch nochmal natürlich die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen oder zu kommentieren. Genau. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ganz, ganz herzlich danke, Matthias. Es war wahnsinnig spannend, mit dir dieses Thema anzugehen. Ich freue mich sehr und ich hoffe einfach, dass wir ja, auf offene Ohren stoßen. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, jetzt heute was dazugelernt haben, dann teilen Sie gerne auch dieses Video, vielleicht auch mit Therapeuten, bei denen Sie mit Ihren Kindern sind. Denn es sind ja nun doch viele Leute, die sich täglich mit diesem Thema befassen. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man einfach diese Informationen auch weitergibt. Genau. Danke dir, Matthias. Sehr gerne.